kann man das Risiko aus einer Patentverletzung versichern und wie ist es mit Markenverletzung und Designverletzung? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Markenpatente und Designs. Und in diesem Video erkläre ich, ob man das Risiko aus einer Patentverletzung versichern kann und wie es mit Designs und mit Marken aussieht und was es für verschiedene Versicherungstypen gibt. Braucht man überhaupt eine Versicherung wegen Patenten, Marken oder Designs? Deckt das nicht die eigene Firmenrechtsschutz- oder Firmenhaftpflichtversicherung ab? Erstmal etwas vorab. Ich bin kein Vertreter irgendeiner der folgenden Produkte und habe auch keinerlei wirtschaftlichen Vorteil durch die Nennung dieser Produkte und keinerlei geschäftliche Verbindung zu den folgenden Anbietern. Also ich gebe einfach mal mein Wissen weiter, was ich über den aktuellen Markt im Moment weiß. Außerdem bin ich natürlich kein Experte für Versicherungen, sondern eben für Patente, Marken und Designs. Und wenn Sie einen verbindlichen Rat brauchen, dann holen Sie sich doch bei einem Experten für Versicherungen ein. Die normalen Firmenhaftpflichtversicherungen oder Firmenrechtsschutzversicherungen schließen in der Regel im Kleingedruckten alle Streitigkeiten rund um Patente, Marken und Designs aus. Sie sollten also im Kleingedruckten mal nachlesen, ob diese Schäden tatsächlich ausgeschlossen sind oder am besten eine schriftliche Anfrage an Ihre Versicherung stellen, ob diese Schäden mit abgedeckt sind oder diese Risiken mit abgedeckt sind oder eben nicht abgedeckt sind. Zunächst zu den Rechtsschutzversicherungen. Bei Rechtsschutzversicherungen werden allein die Rechtskosten versichert, also die Kosten, die eben vor Gericht anfallen, nicht aber die Folgekosten, wie zum Beispiel Schadenersatz. Bei Rechtsschutzversicherungen kann man einmal Policen wählen, die nur die Abwehr betreffen, also wenn man zum Beispiel abgemahnt wird oder verklagt wird, oder auch die aktive Durchsetzung von Schutzrechten, wenn man also einen Patentverletzer entdeckt oder einen Markenverletzer, Designverletzer und eben gegen diesen Verletzer vorgehen will, dann kann man das eben auch versichern und eben dann die Versicherung in Anspruch nehmen, wenn man eben gegen diese Verletzer vorgeht. Es handelt sich also um eine reine Rechtsschutzversicherung. Der einzige mir bekannte Anbieter ist die NRV in Mannheim. Und der Vertrieb dieser Versicherung läuft über die GMP Vertriebsgesellschaft MBH. Und ich habe einen Link natürlich in der Beschreibung unter diesem Video gesetzt. Der Nachteil dieser Versicherung ist, wie gesagt, dass nur die Rechtskosten an sich abgedeckt sind. Der Vorteil dieser Versicherung ist, dass auch das Risiko aus Patenten und Designs versichert wird. Nun zur Patenthaftpflichtversicherung. Die Patenthaftpflichtversicherung übernimmt die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten für die Abwehr von Ansprüchen aus Patenten. Das betrifft nicht nur die reinen Gerichtskosten, sondern auch Folgekosten wie eben Schadenersatz oder Lizenzgebühren und sogar im einstweiligen Verfügungsverfahren. Also alle Kosten, die mit diesen Risiken aus Patenten zu tun haben. Auch abgedeckt sind zum Beispiel Abwehrmaßnahmen wie Nichtigkeitsklagen. Wenn man aus einem Patent wegen Patentverletzung verklagt wird, dann ist die reflexartige Verteidigung in der Regel eine Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht. Die hat ein ähnlich hohes Risiko wie das Kostenrisiko in einem Patentverletzungsprozess. Und diese Nichtigkeitsklage wäre eben zum Beispiel von einer Patenthaftpflichtversicherung auch abgedeckt. Außerdem abgedeckt sind auch die Rückrufansprüche. Das heißt, wenn ich dazu verurteilt werde, die verletzenden Waren von gewerblichen Abnehmern zurückzurufen, zum Beispiel Pkw oder eben egal welche Waren, die eben patentverletzend wären, dann wäre dieser Schaden, der mir da entsteht, auch durch eine Patenthaftpflichtversicherung abgedeckt. Die Patenthaftpflichtversicherung kann man natürlich auch so gestalten, dass nicht nur die passiven Risiken, also wenn ich verklagt werde, versichert werden, sondern auch die Geltendmachung von Schutzrechten. Das einzige mir bekannte Produkt im deutschen Markt wird von der Domke Advice Services GmbH vertrieben und ein Link zu diesem Produkt habe ich unter diesem Video verlinkt. Unter www.patenthaftpflicht.com findet man da die weiteren Informationen zu dieser Patenthaftpflichtversicherung. Also die Patenthaftpflichtversicherung ist eine Vermögensschadensversicherung.
ähnlich wie die Berufshaftpflichtversicherung. Die Patentrechtsschutzversicherung ist eben eine reine Rechtsschutzversicherung, die eben nur die Rechtskosten versichert. Dafür eben auch, jedenfalls in diesem speziellen Fall, von diesem einen Angebot, was es im deutschen Markt nach meiner Kenntnis gibt, eben auch Risiken aus Marken und Designs. Ich hoffe, dass ich in diesem Video erklären konnte, wie man das Risiko aus Patentverletzungen absichern kann. Wenn ihr neu in meinem Kanal seid, dann abonniert doch meinen Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss, schützt euer geistiges Eigentum und erntet ihr die Früchte eurer Ideen.